Hallo und willkommen zurück zu HR New Beginnings. Leute, ich habe was rausgefunden. Und zwar, ich wollte mir das letzte Mal noch ein paar Kisten machen, weil wir gehen heute in den Nether. Und dabei ist mir was aufgefallen. Wenn man Kisten macht, ja, und man nimmt Stämme, zack, kriegt man 4 Kisten. Und jetzt kommt das Geile an der ganzen Sache, wenn man Bretter nimmt, kriegt man solche Kisten. Und mit diesen Kisten kann man sich dann bis Obsidian hinarbeiten. Ja, dann kann man eine Obsidian-Kiste machen, nur die ist schweineteuer, denn dafür brauchen wir auch eine Diamant-Chest. Ja, auch aus Diamanten kann man eine Kiste machen. Es ist Wahnsinn mit dieser Mod. Also alles, was wir kennen, können wir hier, werft es weg. Alles neu. Alles neu. Also diese Mod ist Wahnsinn. Und das alles in der 1.15. Einige dieser Mods sind ja bekannt. Ich kann euch hier auch mal die Modliste zeigen. Ich gehe sie langsam durch. Ihr müsst halt dann auf Pause drücken. Also es sind schon einige Mods dabei, die wir beispielsweise schon kennen. Aber es sind auch einige dabei, die ich tatsächlich nicht kenne. Und ich spiele gerne Mod. Oh. Na nü, mein Netherportal geht nicht. Oh, Menno. Gut, umbauen. So. Jetzt schaust du aus wie immer. Gehst du jetzt? Jetzt gehst du. Du warst vorher cooler. Ach, du Heilige. Sogar hier gibt es Erze. Gleich abbauen. Gleich abbauen. Flash? Uah. Der Nether ist organisch. Gut, dass ich noch gar nichts gebaut habe, weil es wird immer interessanter und immer kurioser. Aber der Spawnplatz ist blöd. Der ist verdammt blöd. Soulstone Cobble. Also ich habe mir schon gedacht, dass der Nether mit irgendwas aufwarten wird, was wir nicht erwarten, aber es hat mal wieder meine Erwartungen übertroffen und da unten sehe ich noch ein Erz und das will ich auch haben. So, wo war das Erz jetzt? Das müsste hier irgendwo gewesen sein. Hier ist es. Crimson Iron Ore. Also eine Art vom Eisen. Was war das andere Zeug, das wir gekriegt haben? Solium Dust. Okay. Gut, dass ich mir ein paar Blöcke mitgenommen habe. Ich wusste, dass wir irgendwie Probleme kriegen.
Der nächste Mal in völlig anderer Form. Da hinten wird es auch wieder interessant. Wir schauen mal, ob wir hier irgendwie nach unten kommen. Nee, nicht bei der Chest. Menno. Wenn wir eine neue machen. Wisst ihr, was mir schlagartig auffällt? Wir haben noch keine Pigments gesehen. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Eine Chest will ich wieder haben. So. Ah, da unten sind sie. Und da ist auch gleich Magma. Ich habe nämlich gesehen, aus Magma kann man hier auch Blöcke herstellen. Ich habe es gesagt, alles was wir wissen über Minecraft, werft es über Bord. Alles neu. Mist, ist kaputt. Natürlich keine zweite mit. Dann müssen wir halt mit den Blöcken arbeiten. Ja, ich brauche aber eine. Soll ich denn sonst das Magma da unten abbauen? So, müssen wir wirklich zurück, wenn ich noch zurückfinde, heißt's. Das hört sich auch so matschig an, wenn man hier geht. Wo ist mein Heimweg? Hier. Ich weiß noch nicht, wie man aus diesen aus den Magma Blöcke macht, aber wir werden es rausfinden. Irgendwo hier muss ja auch wieder hochgehen. Von hier kam ich ja irgendwo. Ich werde mir jetzt dann gleich Leitern machen. Also Magma-Blöcke ist jetzt was, das will ich unbedingt haben, um das auszuprobieren. Wir werden uns schnell etwas Eisen schmelzen. Wo habe ich die ganzen Eisen jetzt? Da ist es. Und während das brutzelt, mache ich mir gleich Leitern. Auch das normale Lexikon. Heu muss Brickwerk.
Hey, ich darf nicht immer gleich auf die neuen Sachen, die ich so entdecke, schauen. Ah, ich sehe schon wieder viel zu viel. Ich sehe schon wieder viel zu viel. Ich sehe schon wieder viel zu viel. Ich will doch eine ganz normale Leiter machen. Leute, was ist mit euch? Hier gibt es keine normalen Leitern? Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, sieh mal leider an. Birkenleitern. Das ist eine Birch Double Chest. Warum wird die so komisch angezeigt? Asti wird sich gerade freuen, wenn er diese ganzen Einrichtungsartikel sieht. Ein Schrank. Wir müssen weitermachen. Ich verliere mich schon wieder im Machen, 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 Machen. Dann habe ich wieder einen Haufen Zeug und weiß nicht, was ich mit dem Zeug machen soll. Aber das Einrichten wird dann eine ganz interessante Sache und ich Depp habe meine. Spitzhacke nicht repariert. So, das Ganze nochmal. Wir holen uns unser Eisen, reparieren die Spitzhacke und gehen nochmal in den Nether. So, jetzt haben wir ihn schön. Wo ist meine Picke? Habe ich da schon Kohle drin? Nö. Aber Essen liegt drin. So. Gehen wir mal hier nach unten. Ja, Pigment. Und machen uns hier eine Leiter nach oben. Zum Netherportal. Die brauchen wir gleich. Au. Alleine der Gedanke, dass wir auf Fleisch herumlaschen, ist ein bisschen ekelhaft. So. Hier geht es jetzt auch so nach oben. Hundertmal besser. Als wenn es bemessen wäre. So, wir müssen hier nach unten, haben wir gesagt. Jetzt können wir ja wieder graben. Schon wieder dieses Zeug. Nehmen wir natürlich mit. Mal schauen, was wir daraus Cooles wieder zaubern können.
Das wird wahrscheinlich ein Knochenblock sein. Ja. Ich hätte gerne mehr Magma-Blöcke. Denkt an Minecraft für Anfänger. Wenn wir crouchen, gibt es keinen Schaden. Ei, 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 davon aber schon. Ja, jetzt ist aber genug, auch wieder. So, die Knochenblöcke nehmen wir auch noch mit. 22 habe ich von denen. Das sollte eigentlich für Ziegel reichen. Ja, jetzt werde ich die sehen, die habe ich noch gar nirgends entdeckt. Normalerweise hat man immer so ein, zwei Spots, wo man die gut farmen kann, aber diesmal habe ich ein bisschen Pech. Vom Glowstone rede ich so nebenbei. Damit ihr wisst, wovon ich brable. Wo bin ich da runtergeknallt? Da wahrscheinlich. So, so hat die letzte Leiter auch Sinn. Nur um hier gleich wieder zu scheitern. Man bekommt hier an der Seite auch angezeigt, wie viel man von einem Block noch im Inventar hat. Das finde ich gar nicht mal blöd, vor allem beim Bauen dann. Ich habe jetzt so viele Blöcke, dass ich gar nicht weiß, mit welchen ich mein Haus bauen soll. Einfach aus allen. Nee, aber ich werde schon schauen, dass ich da einiges unterbringe. Oh, ich höre meine Freunde. Also schnell raus hier. So, und jetzt bin ich gespannt. Das wird wahrscheinlich wieder nicht ganz so einfach gehen. Habe ich mir fast gedacht. Gehen wir einfach mal Magma ein. Da ist der Magma-Ziegel. Machen kann ich ihn. Ah, man braucht nur 4. Okay. Man kann Stairs draus machen. Slabs und sogar wenn kann man Zaun mitmachen. Das ist ja cool. So, und wenn ich mich da jetzt draufstelle. Oh! Macht keinen Schaden und sieht gut aus. Ich denke, welcher Block in mein neues Haus mit einfließen wird, ist gerade erklärt worden. Das sieht saugeil aus. Meine ersten Zwiebeln sind auch reif. Jam, jam. So, ich verabschiede mich dann schon wieder für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben nicht vergessen. Wenn ihr neu seid, dann auf meinen Kanal gerne abonnieren. Über Minecraft wird es immer wieder Neues geben, auch über Dark Souls, Ark und alles Mögliche, was es nur gibt. Ich sage dann schon wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal und macht es gut, aber nicht so oft. Ciao.
Catch 'em all.